Hallo, da ist er wieder, euer Dogcoach-Trainer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch Intelligenzspielzeuge für Hunde näher bringen. Der Hintergrund liegt einfach in der Tatsache, dass auch Hunde, so wie wir, oftmals das Lernen lernen müssen. In der Natur passiert das quasi fast automatisch, denn da gestaltet sich es über die Jagdmechanismen. Auf der Suche nach Futter müssen natürlich Strategien entwickelt werden, um mit wenig Energie erfolgreich an Futterquellen zu gelangen. Und dieses Motiv haben unsere Hunde natürlich nicht mehr und somit werden sie viel mehr bedient. Was sich dadurch oftmals eben nicht mehr entwickelt, ist eben strategisches Denken. Die Fähigkeit, unterschiedliche Möglichkeiten in bestimmten Situationen zu wählen, nach Möglichkeit die am energiesparendsten ist. Das heißt, ein intelligenter Hund, der in eine bestimmte Richtung gefördert wurde, neigt natürlich auch dazu, weniger Stress zu empfinden in dieser stressüberfluteten oder reizüberfluteten Welt, in der die Hunde heutzutage gehalten werden. Intelligenzspielzeuge dienen also dazu, den Hund zu animieren, sich Gedanken zu machen nach dem Prinzip der Natur, wie komme ich jetzt eigentlich ans Futter. Der Markt bietet dafür unzählige Varianten und ich möchte euch heute zeigen, worauf es dabei eigentlich ankommt. Der erste Punkt dabei wäre zu beachten, arbeitet mit eurem Hund immer von leichten zu schweren und stürzt sie nicht gleich in abiturähnliche Modelle, denn das kann ein Hund auch überfordern, er verliert die Lust und dementsprechend wird sein strategisches Denken nicht animiert, sondern er frustet gegebenenfalls. Eine sehr einfache Variante habe ich mal hier, die ich euch näher bringe. Hinter all diesen Öffnungen verstecken sich Möglichkeiten, Futter entsprechend zu integrieren. Ich mache das mal, hier kommt jetzt einfach mal so ein bisschen Futter rein. Dann wird das Ganze hier an dieser Stelle mit Zylindern verdeckt. Im mittelgrößeren Teil, und daran seht ihr schon, dass der Vorteil an diesem Element ist, dass der Hund sich nicht immer nur kleine Sticks dort, sondern eine ganze Mahlzeit erarbeiten kann, kann man hier ruhig umfangreich Futter integrieren und dann Deckel drauf. Der Unterschied zwischen dem mittleren Deckel und den äußeren Deckeln liegt daran, dass der Hund hier dahinter kommen muss, den Deckel anzuheben, beiseite zu legen, um ans Futter zu kommen. Und bei den außen befindlichen einfach den Deckel nach außen ziehen muss, um ans Futter zu kommen, weil nach oben das Ganze mit Misserfolg gekrönt sein wird. Andere Varianten, ich schiebe das mal ein bisschen beiseite, bieten dann eben auch bewegliche Modelle. Hier einfach mal eine Variante, die jetzt noch so ein bisschen süß gestaltet wurde. Oben ist eine Plexiglasscheibe drauf. Der Hund muss jetzt dahinter kommen, die Zylinder hier rauszunehmen, um diesen Drehmechanismus überhaupt erstmal in Gang zu setzen. Bevor ich hier lange mit euch philosophiere, was so alles möglich ist, mache ich einfach den Vorschlag, lassen wir doch mal Hunde an die Sache und analysieren so ein bisschen, wie intelligent meine Hunde sind, die dann eben auch zeigen, welche Möglichkeiten diese Spielzeuge dann letztendlich ergeben. Also, dann lade ich euch wieder ein, kommt mit auf den Hundeplatz, ich hole die Kim dazu und dann gehen wir mal in eine Fressorgie. So, darf ich vorstellen, Kim, dem einen oder anderen ja schon bekannt, die gebe ich jetzt einfach mal dem Futterprinzip hier frei. Sie kann frei wählen, welche Variante für sie sich jetzt entscheidet und sie wird wahrscheinlich von leicht zu schwer arbeiten. Kimi, gucke mal. So, man sieht jetzt, der Hund schnüffelt erst einmal, kriegt jetzt natürlich mit, dass hier Futtervarianten, warte, zu holen sind. Kimi, komm mal hierher. Kimi, komm mal hierher. So, jetzt kommt auch noch Kira dazu. Jetzt entsteht hier natürlich noch ein bisschen Nahrungskonkurrenz, ne? Denn wie bei Kindern auch, möchte der eine natürlich besser sein als der andere. Jetzt kommt Kimi auf die Idee, das erste dort beiseite zu schieben und füllt sich jetzt quasi den Magen.
Ihr seht, das ist also eine Variante, die sehr umfangreiche Mahlzeiten entsprechend auch zulässt. Ich unterstütze die Hunde dabei überhaupt nicht. Kira ist ein bisschen, naja, die gemütliche von den beiden, sucht nach Möglichkeiten und Wegen, orientiert sich an Kimi ein bisschen, aber ja, nicht unbedingt die Intelligenzbestie von den beiden. Kimi viel agiler, arbeitet sich jetzt quasi von Gerät zu Gerät. So, Kim, komm mal hier. Kimi, komm auf die Seite. So, zeig mal, wie du da arbeitest. So, nimm. Ist jetzt schon dahinter gekommen, die Klötze irgendwie in Bewegung zu setzen. Da, Nummer 1. Das Bändchen hat sie als Lösungsansatz erst jetzt entdeckt. Aber ist noch nicht so dahinter gekommen, das entsprechend rauszuziehen. Bei den Klötzen ist sie jetzt viel effektiver unterwegs. Jetzt schlägt sie sich sozusagen ins Futter und schiebt die Öffnung dort ein bisschen raus. So, auch hier Klötzchen Nummer 3. Kira? So, die Aufgabe für Kim ist natürlich zu erkennen, dass die Klötzchen das Mittel zum Erfolg sind. Das heißt, das hat sie hier noch nicht ganz so verinnerlicht, fährt eher eine andere Strategie des Rumschiebens und Rumschubsens, aber es ist auch in Ordnung. Das heißt, je häufiger ihr eure Hunde damit arbeiten lasst, umso mehr werden natürlich die Erfahrungswerte, die der Hund bereits gesammelt hat, hier auch wieder zur Anwendung gebracht. Das Intelligenzspielzeug in der Mitte, hier versucht sie mit der Zunge zu buddeln. Ich würde sagen, wir lassen Kim hier hinten ein bisschen arbeiten. So, gehen wir dahin. Für euch einfach ein wichtiger Hinweis, Intelligenzspielzeuge in eure Haltung mit zu integrieren. Es lastet eure Hunde geistig aus. Es gibt ihnen entsprechend die Möglichkeit, sich Kimi nicht kaputt machen. Es gibt ihnen die Möglichkeit, ja, eine geistige Beweglichkeit entsprechend zu entwickeln und gehen somit viel stressresistenter durch den Alltag. Vor allen Dingen empfehlenswert für Großstadthunde. In diesem Sinne, gibt es Fragen, meldet euch. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer DogCoach Media Team. Kein Hund auf dieser Welt braucht das Sitzen lernen oder das Hinlegen lernen, das kann er nämlich schon. Das, was er eigentlich lernen soll, ist, in einer bestimmten Situation mit einem bestimmten Signal genau diese Verhaltensweisen zu zeigen. Und genau darum geht es. Der Hund mit allen vier Pfoten eurer Hand gefolgt auf der Decke sich befindet, gebt ihr das Hörzeichen, was zukünftig für das Betreten dieses Ortes stehen soll.